Einen Hinweis brauchen wir noch. Artefaktfragmente. Ach Mensch, wenn ich nur wüsste, wie viel wir brauchten. Was haben wir noch? Ach hier, ein neues Rätsel. Oh, die ganzen Rätsel noch abarbeiten. Ob ich mir das gebe? Ich wage es zu bezweifeln. Ich würde es zwar reizen, aber... So, jetzt ist leider Gottes was kolossal schief gegangen. Ich habe angefangen aufzunehmen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, das Aufnahmeprogramm war nicht... also ich habe dann irgendwann festgestellt, dass die Kamera nicht ging. Und dann hat sich herausgestellt, ich habe das Aufnahmeprogramm nicht gestartet. Bei der letzten Aufnahme war folgendes. Ich habe dann beim Schneiden festgestellt, dass Bild und Ton völlig unsynchron lief. Deswegen habe ich mich entschieden, heute das allererste Mal OBS als Aufnahmeprogramm zu nehmen. Und leider Gottes gibt es da ein kleines Problem, weil zumindest bei Odyssey, das ist jetzt auch das erste Spiel, was ich intensiv getestet habe, da gibt es ein Farbstich im Bild, ein leichtes Lila. Ich habe mich dann entschlossen, OBS trotzdem zu benutzen. Hatte aber vorher nochmal zwischen OBS und GeForce Experience probiert. Und leider Gottes habe ich dann mich zwar für OBS entschieden, aber vergessen, das Programm zu starten. Habe auf Aufnahmestart gedrückt, habe aber nicht darauf geachtet, dass die Kamera ja nicht läuft. Weil das sieht man am Licht links und rechts. Jetzt habe ich mittlerweile die Atlantis Quest abgeschlossen. Und ja, leider Gottes liegt der letzte Speicherpunkt aber sehr weit zurück. Deswegen macht es keinen Sinn, nochmal von dort anzuspielen. Und der letzte Autosave ist leider Gottes jetzt gerade erst hier in Atlantis. Ach, das ärgert mich jetzt extrem. Das ärgert mich jetzt ganz extrem. So, ich war jetzt schon ein Stückchen weiter. Weil hier gibt es so ein Verschieberätsel. Ach, das ärgert mich jetzt extrem, dass das schief gegangen ist. So, ach, hier war es, genau. So, hier muss man ganz präzise sein, damit das funktioniert, das Ganze. Ich hab's! So, jetzt haben wir das zurechtgeschoben. Weil sich herausgestellt hatte, dass halt so ein Lichtstrahl fehlt. Ich hatte dann die Zwischensequenz, also was heißt die Zwischensequenz, das was jetzt kommt, habe ich dann abgebrochen. Nachdem ich festgestellt habe, dass die Kamera nicht lief. Beziehungsweise die Aufnahme. Und dachte, ich kann nochmal zum letzten Spielstand zurückkehren. Sprich, wo ich nach der letzten Aufnahme aufgehört habe, aber leider existiert der Spielstand nicht mehr.
Wo ist er? Ihr werdet gleich sehen, worum es sich handelt. Deswegen brauche ich das jetzt erst extra erklären. Was? Wahres Wissen besteht darin, zu wissen, dass man nichts weiß. Das hat mir ein guter Freund gesagt. Das kann nicht sein. Cassandra? Ja, früher nannte man mich die Adlerfrau, aber Ikarus ist schon lange tot. Ich habe nach dir gesucht. Aber du kannst nicht... das... Du hast nicht wirklich nach mir gesucht, oder? Es klappt! Das Iso-Artefakt, der Stab des Hermes Trismegistos. Du musst so viele Fragen haben, Leila. Du kennst meinen Namen? Vielleicht nannten die Götter ihn. Vielleicht hatte ich eine Vision von der Zukunft. Vielleicht ist aber auch das Gerät in deinem Ohr zu laut. Entschuldigung. Ich bin aus einem Grund hier, dich zu finden und zu beenden, was ich vor vielen Jahrhunderten angefangen habe. Ich habe deinen Speer. Willst du ihn zurück? Oh, nein. Behalte ihn. Er ist kaputt. Aber er war immer zerbrochen und trotzdem mächtig. Ich habe damit Gegner besiegt, die nicht mal Herodotos beschreiben könnte. Doch alles findet irgendwann ein Ende. Ich überließ ihn ihm, als seine Kräfte erschöpft waren. Zur Erinnerung an mich. Ich habe dir so viel zu sagen. Dieser Stab ist unglaublich wichtig. Er hielt dich am Leben. Wie? Frag einen Schüler von Hippokrates. Ich höre, er hat noch welche. Der Stab hat seinen Zweck erfüllt. Meine Freunde und ich wollen verhindern, dass der Templerorden ihn bekommt. Hör mich an. Ordnung und Chaos. Wenn eines alleine triumphiert, stirbt die Welt. Ich wollte das Chaos beenden, doch es hat nur zu Verderben geführt. Früher diente ich der Ordnung. Jetzt kämpfe ich für die Wahlmöglichkeit. Freiheit, Chaos. Pythagoras hatte recht. Du bist der Schlüssel zur Prophezeiung. Du stellst das Gleichgewicht wieder her, Leila. Ich kämpfte in zu vielen Kriegen. Ich sah zu viele Menschen sterben. Ich lief von einem Ende der Welt zum anderen. Das hier gehört jetzt dir. Versprich mir nur eins. Was du willst. Wenn du fertig bist, zerstöre ihn. Zerstöre sie alle. Ich habe so viel von der Geschichte noch nicht gesehen. Ich sollte zurück zum Animus und zu Cassandra. Was macht ihr beiden denn hier? Du kennst uns. Immer hinter dir her. Der alte Herodotos konnte nicht erwarten, dich zu sehen. Ich sagte es, Barnabas. Auf Thera gibt es ein Geheimnis, das sich jedem Verständnis entzieht. Aber eine verlorene Welt? Es ist absolut denkbar, Atlantis könnte existieren.
Es klingt wie Hokuspokus, aber er lässt nicht ab. Herodotos hat recht. Atlantis existiert. Unglaublich! Ist das wahr? Ich kann es nicht glauben. Erzähl mir alles. Meine Mutter schickte mich hierher zu meinem wahren Vater. Kennt ihr Pythagoras? Er ist es. Dein Vater lebte in einem Vulkan? Pythagoras? Das ist unvorstellbar. Dann wäre er unsterblich. Er hatte einen Stab, der der alten Zivilisation gehört hat. Und der hielt ihn am Leben. Das ergibt einen Sinn. Nun, wo ist er? Lad ihn zu uns ein! Er ist schließlich dein Vater. Ach, er war ein störrischer Mann. Er wollte sein Wissen über Atlantis nicht teilen. Störrisch. Ich vermute, das liegt in der Familie. Er meint, dein Verlust tut ihm leid. Ist schon gut. Doch nichts davon darf je über eure Lippen kommen. Das bleibt unter uns. Du hast mein Wort. Aber die Welt muss es wissen. Es wäre die fantastischste Geschichte unserer Zeit. Herodotos? Oh, na gut. Das wäre geklärt. Ziehen wir weiter. Wie immer. Wir haben viel gelernt, meinst du nicht, Klugscheißer? Sprich für dich selbst. Ich suche nach der Wahrheit. Nicht alle Mythen sind präzise Überlieferungen. Sie kommen von den Göttern selbst. Und die sind die verlässlichste Quelle, die wir haben. Damit habt ihr gerade in dem Gespräch erfahren, was ihr durch meine Düsseligkeit verpasst habt. Sorry. Ihr habt mir beide sehr geholfen. Es spielt keine Rolle, wer von euch recht hat. Und du musst es wissen, als die adlertragende Halbgöttin, die du bist. Vielleicht ist auch sie unsterblich. Sicher doch. Aber eins weiß ich mit Sicherheit. Diese Odyssee werde ich nie vergessen. Zerstört des Atlantis abgeschlossen. Tja, das war's dann wohl mit der Hauptstory, wie es aussieht. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Gut. Hey, was ist das? Bewaffnung. Mit Hilfe der Bewaffnung kannst du deine Waffe und Ausrüstungsstücke schnell zuweisen und wechseln. Okay. Stab des Hermes. Ah, da ist er. Ah, der Skin gefällt mir überhaupt nicht. Tut mir leid, wenn ihr da drauf steht, aber ne, der geht gar nicht. Was haben denn die Pfeile hier zu bedeuten? Ja. Oh, hier geht's ja noch weiter. Hier gibt's noch viele Synchronisationspunkte. Würde ich doch sagen. Begeben wir uns aufs Schiff. Und legen da drüben an.
So. Da geht's hin. Ach man, wie mich das ärgert, dass ich das vergessen habe, das Programm zu starten. Das Blöde ist, bei Experience sehe ich oben das Fenster, was mich aufnimmt. Also das Fenster von der Facecam. In OBS sehe ich das komischerweise nicht. Deswegen ist mir das auch gar nicht aufgefallen, dass das OBS gar nicht lief. Und in die Kamera habe ich natürlich auch nie geguckt. Weil bei der Kamera ist links und rechts zum Objektiv so ein blaues LED-Licht und daran habe ich gerade gesehen vor uns, dass die Kamera eben nicht aktiv war und dann macht es bei mir blinken. Na gut, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ärgert mich zwar noch garantiert lange, aber nützt ja nichts. Für die Jagd gemacht. Es kam übrigens gestern ein Update, was nochmal neue Synchronisationspunkte gebracht hat. Wie ich auf Statuen von Thomas. Ja, das hatte ich gestern noch auf Facebook gelesen. Vermute mal, das wird in Vorbereitung der nächsten DLCs sein. Damit man schneller reisen kann. Statuen von Opotamus. Entschuldigung. Es ist Freitagabend und eine lange Arbeitswoche liegt hinter mir. Ja, dann zu dem da drüben würde ich sagen. Steht gerade ein Pferd rum. Und weiter. Los. Nehmen wir das doch direkt mal. Halt. Das wollte ich zwar nicht, aber ist egal. Ich will immer eine Taste drücken, damit er schneller reitet, aber das geht ja hier in Odyssey automatisch. Weil in Brotherhood ist das halt anders. Ich muss dann morgen mal einen Benchmark-Test machen. Sprich mal mit Afterburner mir anzeigen lassen, wie die Auslastung ist von Arbeitsspeicher, Grafikspeicher, GPU, CPU. Weil die einzige Erklärung ist immer noch der Prozessor, dass der immer diese starke Nachladeruckler verursacht. Sandhändler mitspielt, sollte das dann hoffentlich in 14 Tagen der Vergangenheit angehören. Wenn der neue Prozessor im Rechner steckt. Ups, jetzt wird es fürs Pferd ungemütlich. Gut, hier geht's lang. Okay. Da braucht sich das Pferd nicht die Hufe zu brechen. Errikes Uferklippen.
Dann wollen wir mal. So, ho, 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 ho. Und nun... Labyrinth der verlorenen Seelen. Ah ja, genau, hier hin. Ey, ich dachte mir, erschlagen das Huhn. So, da hinüber. Hep, hep. Kran von Eudotus. Wo ist der Kran? Ah, da vorne. Katastrophe, wie spät die Texturen geladen werden. Von Eudrues. So, ich will mal kurz was in der Legende gucken. Nächster Reisepunkt. Da müssen wir dahin. Gut. Könnte man jetzt mal hierhin reisen? So, jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung der liegt. Ganz davor. Das ist dann ein bisschen weiter. Geronimo! Platsch! Ja, und trotz der technischen Probleme ist es irgendwie immer wieder genial, hier durch dieses herrliche Griechenland zu spazieren. Wieso wird der Kopfgeldjäger jetzt ausgegraut angezeigt? Ist ja komisch. Da gibt es auch noch einen unentdeckten Anführer. Ist das wahr? Ja, aber wieso wird er ausgegraut angezeigt? Muss ich das verstehen? Das ist ja komisch. Bloß nicht sehen lassen.
Peleus der Weise. Die sind unsichtbar. Komisch. Was gibt's da? Nichts. Jetzt gibt's mal richtig Spaß. Nee, das war noch nicht ganz. Jetzt haben wir. Weil den Anführer habe ich, also muss ich mich gar nicht weiter umklappen. Und ich überlege gerade eben, ob das heute erstmal meine letzte Aufnahme ist und die nächste erst stattfindet, wenn mein neuer Prozessor da ist. Weil so macht das absolut keinen Spaß. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nichts zu tun hätte, wenn ich auf den neuen Prozessor warte. Da gibt es noch Assassin's Creed Brotherhood, da gibt es noch R-Factor 2, Race Room. Eine große Kompetition. Oh, ich habe noch viel zu tun. Hallo, wie wär's mal, wenn du weiterkletterst, Fräulein? Geronimo! Da hab ich mich nie dran gewöhnt, dass, die hier, dass es hier in Odyssey keinen Fallschaden gibt. Widmung von Edo Arado. Ach Mensch, ihr habt Namen. Da ist der große Brock. Wird das auch nochmal Tag? Hallo, großer. Obsidian-Glas. Widmung von Edo Arado. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ups. War wieder falsch. Nein, du sollst springen. Genau.